Herr Schümer, wie analysieren Sie das? Auch jemand, der Europa wirklich als Ganzes im Blick hat, der viel, viel in Europa unterwegs ist und der sehr genau weiß, was die Leute dort auch auf der Straße sprechen. Was ist Ihre Erklärung zum Beispiel für so einen AfD-Erfolg in Ingolstadt? Ich war jetzt die Woche in Wien unterwegs, ist ja auch eine der schönsten und auch wohlhabendsten Städte mit einer hohen Lebensqualität. Und alle meine Gesprächspartner haben gesagt, kannst sorgen, was willst, es geht um die Zuwanderung, es geht um die Flüchtlinge. Zuwanderung in Sozialsysteme, deswegen Verlustangst und auch eine, da können wir nicht drum herum reden, größere Unsicherheit auf den Straßen. Ich habe eine alte Freundin getroffen, die hat gesagt, ich bin immer baden gegangen in der Donau, da liege ich da abends, dann kommt ein Polizist und sagt, ziehen Sie sich sofort an, ich begleite Sie zur U-Bahn, wir haben die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Sie sind hier in Gefahr und gehen Sie hier nie wieder abends alleine hin. Und das sagt jemand, die ist selber mit Migrationshintergrund und sagt, ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause, so wie es weitergeht. Und wenn Sie das hochrechnen, kann man nicht immer nur sagen, ach, das bildest du dir nur ein, das bildest du dir nur ein. Die Leute haben diese Problematik vor Augen und sind dadurch verunsichert. Und das erklärt natürlich die Proteststimmen, die auch bei der AfD liegen. Wenn ich in Ingolstadt einen guten Job habe und wenn ich in der Autoindustrie viel verdiene, heißt das noch lange nicht, dass vielleicht, Sie haben es gerade selber angesprochen, Frau Aigner, auf den Straßen die Sicherheit so durchgesetzt werden kann, wie ich das vielleicht vorher kannte. Ich wollte vorher noch zum Herrn Jogeschwar mit den Grenzen was sagen. Ich glaube, das ist schon auch etwas, deswegen habe ich mit Recht und Ordnung auch gesagt, das Gefühl, dass in der Situation, die wir 2015, 2016 gehabt haben, viele Menschen zu uns gekommen sind, wo wir nicht genau wissen, wo die herkommen. Die haben teilweise keinen Pass und so weiter. Und das verunsichert die Menschen verständlicherweise, weil wir auch sozusagen bei Grenzkontrollen, ich kann nur sagen, wer versucht mal nach Amerika reinzukommen ohne einen gültigen Pass, da sage ich nur, das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Auch nach Kanada gelingt schon, nicht. Gelingt auch gelingt. Auf unterschiedlichste Art und Weise. War da gerade unterwegs im Grenzgebiet zu Mexiko und den USA, aber, abenteuerlich. Aber es ist natürlich nur eine Grenze und wir haben in Europa verdammt viele und lange Grenzen und das hat die Menschen meines Erachtens schon verunsichert. Das, da haben wir jetzt viel vorangebracht, aber wir sind noch nicht auf dem Niveau, dass wir das wirklich schon zufrieden sein können. Darf ich Sie einmal ganz konkret fragen, Frau Aigner, der Satz der Kanzlerin, eine Grenze ist nicht zu schützen, war das ein Fehler? Also zumindest hat es meines Erachtens viele erschüttert, weil natürlich wir früher auch vor Schengen unsere Grenzen geschützt haben. Also das hat mir nicht gefallen. Und ich muss sagen, Schengen funktioniert nur dann, wenn wir die Außengrenzen vernünftig auch schützen können. Das ist einfach das Zentrale. Das kann sich kein Land erlauben, sozusagen, dass alle Grenzen nicht kontrolliert werden. Wir wollen die offenen Grenzen, das muss ich ausdrücklich sagen. Gerade jetzt wir im Grenzgebiet, ich wohne direkt an der österreichischen Grenze. Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei, sondern wenn die Außengrenzen sicher sind, dann ist das auch in Ordnung. Dann haben wir die Freizügigkeit, aber das muss halt gewährleistet momentan sein. Momentan wird kontrolliert. Ich bin rübergefahren von Wien bei Passau, langer Stau und jedes einzelne Auto wurde kontrolliert. Also Schengen, hat mein Kollege Broder geschrieben, ist tot, es ist nur noch nicht die Beerdigung gefeiert. War gerade in Dänemark unterwegs, genau das Gleiche. Ja, da ist doch schon das Militär an der Grenze. Und da muss man sich doch auch in der Politik fragen, ich bin ganz sicher, Frau Aigner, dass man das in Ihrer Parteizentrale gemacht hat. Hier ist Frau Merkel, Refugees welcome, Grenze nicht zu schützen, es gibt keine Obergrenze und da ist Österreich. Das ist die christdemokratische Partnerpartei, ÖVP, genauso wohlhabend, ähnliche Leute. Und da sagt der Spitzenkandidat, Grenzen schützen, keine Zuwanderung in Sozialsysteme. Frau Merkel verliert jeden vierten ihrer Wähler und er kriegt ein Drittel. Der war bei 20% vorher, als der Wahlkampf losging und jetzt ist er aber über 30. Er kriegt ein Drittel dazu. Da muss doch jeder sagen, Moment, wenn das der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dann gewinnt man Wahlen offenbar mit einer zuwanderungskritischen Law-and-Order-Politik und man verliert sie, wie Frau Merkel, mit einer Wischiwaschi-Politik der offenen Grenzen. Das ist doch die ganz klare Arithmetik. Ich kann da nichts anderes drin erkennen. Danke. Immer hin und her gerissen. Bin mir nicht sicher, ob man da jetzt nicht anfängt, plötzlich so einen Begriff auch tatsächlich zu instrumentalisieren, um nicht zu sagen, zu missbrauchen. Also das Wort Heimat kommt plötzlich so häufig, dass ich denke, Obacht, da müssen wir jetzt mal aufpassen, was, in welche Richtung das eigentlich alles geht. Salman Rushdie war neulich hier, letzte Woche, der sagte, Identität und Heimat ist gerade eine weltweite Obsession. Fand ich interessanten Gedanken. Das ist doch die Antwort auf die Globalisierung. Ist doch ganz einfach. Wenn Sie erleben, wie in Griechenland eine ganze Volkswirtschaft ausgehebelt wird von einer transnationalen Währung. Ich bin viel in Südeuropa unterwegs. Da ist nicht die Rede davon,
wir sind ein wohlhabendes Land, wieso wählen so viele Leute radikal? Ich wundere mich, wieso da noch nicht eine Revolution losgebrochen ist. Da sind 60-70% Jugendarbeitslosigkeit. Die Leute kriegen die Medikamente nicht mehr. Und dann wird ihnen gesagt, sei doch Europäer, Nation, das ist doch was von gestern. Gehen Sie durch Athen, da hängen an den Wohnungen die griechischen Fahnen. Das sind die Wohnungen von rechtsnationalen Wählern, die sich damit markieren, hier sind keine Ausländer, hier halten wir Griechen zusammen. Das ist also auch, bei der Tracht ist es sympathisch, aber es ist auch eine Angstreaktion. Wie die Moschusochsen, der Sturm kommt, wir ballen uns zusammen, wir halten wieder in unseren Traditionen zusammen. Und darum ist eine der meisten härtesten Richtlinien bei der Zuwanderung, geht es um den Sozialstaat. Und da, wo der Sozialstaat am gemütlichsten war, Dänemark, Österreich, das Pensionistenparadies, Schweden, 14%. Allein das Wort Pensionist, ja, Pensionist klingt so gemütlich. Na, ja, ja. Sind schon pragmatisiert, ja, das ist, wenn man also verbeamtet wird. Das ist das Ziel schon eines pragmatisiert. Pragmatisiert, ja. Das ist, und da hat man natürlich Angst, wenn die statt der 14 Renten nur noch 12 kommen, wie bei den bettelarmen Deutschen, dann ist das schon ein Verlust. Und da fügt man sich dann natürlich lieber wieder hinter die alten Welle. Deswegen kann ich eben nicht sagen, wie Sie, Herr Jogisch, war, die Zäune, die Grenzen, das ist alles von gestern. Ich würde fürchten, das ist was von morgen.